Die Elbinsel Entenwerder diente früher als Zollstation für Binnenschiffe. Von hier aus zu starten ist perfekt, weil hier ist die Slipper für den Ripperbus, der durch den Hamburger Hafen City fährt, und dort ist immer Wasser, das heißt, wir befinden uns in einem tiefen Gebiet und auch bei Niedrigwasser kann man hier prima ein- und aussteigen. Wir fahren mit auflaufendem Wasser, also mit der Flut, die Elbe aufwärts bis zur Ilmenau-Mündung. Jill und Ole haben zwei Kinder. Und die leben alle zusammen auf einem Hausboot. Und dieses Hausboot liegt in diesem kleinen Hafen. Mit anderen Leuten zusammen wohnen sie hier. Von der Wasserseite konnten wir gar nicht sehen, dass wir uns auf einem Hundeübungsplatz der Bundespolizei befanden. Na ja, Gott sei Dank hatten wir gerade keine Übung. Und wir waren ja auch schnell wieder weg, denn das Wasser lief schon wieder ab. Die Bunthausspitze ist genau die Teilung in Norder- und Süderelbe und befindet sich bei Kilometer 609.